Nehme ich das auf? Ich wollte gerade sagen, ich finde das schön, dass wenn man bei OBS Streamlabs eine Aufnahme beendet, direkt eine neue startet, aber es ist anscheinend doch nicht so. Eine neue Folge auf jeden Fall, nicht ein Let's Play. Mach's gut, Leute. Und? Nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Okay. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Na gut. Sehen wir es durch. Okay. So, Leute. Nochmal, ich muss die Grafik nochmal kurz runterpassen. Das ist alles, ist zu viel. Hab das Gefühl. Schatten machen wir mal hier. Symmetrische Wolken ist vielleicht auch nicht so wichtig. SSAO kann man ausmachen vielleicht sogar. Ich kann natürlich auch Raytracing ausmachen. Das gibt dann natürlich viel. Dann mache ich aber die anderen Sachen vielleicht mal eher doch wieder höher. Okay, das bringt einen extremen Performance-Boost. Anscheinend geht NVENC und Raytracing nicht so gut einher. Das ist ja richtig. Jetzt mache ich aber die anderen Sachen hier noch höher. Ist gut, dass ich das in der Folge mache, ne? Immer wieder schön. Na? Ja. Perfekt. Das sieht doch gut aus. Und ich meine, Raytracing ist schön, aber im Let's Play verzichte ich auf sowas. Ich gebe denen ja auch eine rote Rüstung. Ah, bleiben wir wieder bei Cyberpunk. Gucken wir uns an, was es hier so gibt. Gepanzerte Psycho-Bomberjacke. Ja. Hallo? Kann ich nicht Tab drücken? Oh, was haben wir hier? Was ist das? Okay. A, wo sind wir hier? Und B, was ist das hier? Auch interessant. Aber hier ist ja anscheinend nichts sonst. Ach, noch mehr Fahrstühle. Das ist wie Dead Space, ey. Grüße. Der Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Buck, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Hä? Ja. Leute. Ich dachte, die Fahrstuhlfahrt geht länger, dass ich mein Brötchen essen kann. Was haben wir hier? Insta-Food? Instagram-Food? Kann ich das auch fotografieren? Was haben wir hier? Spunky Monkey. Hometown Deli. Karten. Eine Schallplatte. Spannend. Apartment 1237. Ist noch nicht hier. Aber ich sehe ihren Biomann nicht. Hoffe, wir sind nicht zu spät. Bist du das? Ich hasse diesen auf Leben und Tod. Scheiß. Beeilt euch. Gehen wir lieber, ne? Versuch die Tür zu hacken. Kannst du das Geil. Schloss umgehen, weh? Nee, ich muss kurz noch vorher bei den anderen gucken. Getränke. Na, hier wird's dunkel. Ja. Ruhig.
Ist übrigens eine schöne Wohngegend. Also da zahlt man, glaube ich, in Frankfurt für eine Wohnung in diesem wunderbaren Apartment, würde ich sagen, 800 Euro für eine 20 Quadratmeter Wohnung. Öffnen, Remote. Ja. Ab jetzt leise. Also. Leute, 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 hier sind sehr viele Sachen. Ich muss die alle einsammeln vorher. Aschenbecher ist ganz wichtig zum Beispiel. Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Mhm. Die hier hat nur Zetatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Okay. Also schon. Also, ne? Kann man halt echt so lebensnotwendiger Cyberware fehlt. EKG sagt Herzstück und ja. Ist schon geil. Okay, hier geht die Party gleich los, Leute. Bewegung, Mano. Wie? Achtung, bin der raus vor uns. Erledige leise. Okay. Psch. So kann ich mich leise bewegen. Ich bewege mich gedrückt. Okay. Danke. Was haben wir hier? Cyberware. Anwendung und Nebenwirkungen. Viele Menschen glauben, dass wir in einer Zeit leben, in der das Wort unmöglich obsolet geworden ist. Ripperdocs sind in der Lage, fast jedes Körperteil durch künstliche Implantate zu ersetzen, vom großen Zeh bis zu bestimmten Bereichen des Nervensystems. Dennoch haben mich meine Jahre bei Traumatech gelernt, dass unmöglich nach wie vor sehr möglich ist. Das ist heute, kurz vor Ende des 21. Jahrhunderts, sind medizinische Kräfte wie wir nicht in der Lage, sämtliche Nebenwirkungen der kybernetischen Elemente in unserem Körper zu eliminieren. Jeder sollte heutzutage mit der Krankheit vertraut sein, die als Cyberpsychose bekannt ist. Aber damit endet es nicht. Obwohl der medizinische Fortschritt das Auftreten dieser Krankheit im Großteil unseres Jahrhunderts auf ein Minimum reduzieren konnte, gibt es bis heute in kleinen Bevölkerungsteilen Fälle von Cyberware-Abstoßung. Bei diesen wenigen Unglücklichen können diverse Komplikationen auftreten, allerdings kommen die folgenden am häufigsten vor. Immunreaktion. Der Körper stoßt das Implantat ab, wobei durch kontinuierlich Narbengewebe wuchert, was zu Schmerzen und Entzündungen des umliegenden Gewebes sowie möglichen Störungen der Tech-Schaltkreise führen. Psychologische Nebenwirkungen. Neurologische Implantate besitzen das Potenzial, unvorhersehbare Veränderungen im Gehirn hervorzurufen. Mögliche Nebenwirkungen beinhalten Depression, Apathie, Halluzination sowie der plötzliche Anstieg suchtinduzierter Verhaltensweisen wie zum Beispiel Wetten. Implantat Überabhängigkeit. Die Verwendung bestimmter synthetischer Körperteile über einen längeren Zeitraum kann die Hirnchemie so verändern, dass sie sich an ein bestimmtes Implantat gewöhnt. Manche berichten von permanenter Erblindung, nachdem Patienten versuchen, ihre Kiroshi-Optik durch andere Modelle zu ersetzen. Was können wir als Konsumenten und Mediziner angesichts dieser bekannten Risiken tun? Uns ganz von kybernetischen Verbesserungen fernhalten, weil eine Chance von 0,5 besteht, dass wir unser Augenlicht verlieren? Oder unsere gesamten Ersparnisse lieber im Casino verspielen? Die Antwort ist ein klares Nein. Cyberware-Technologie verbessert und erweitert die menschliche Biologie so enorm, dass all diese Was-wäre-wenn-Argumente unseren besten Interesse entgegenwirken. Der beste Rat, den ich zur Minimierung des Risikos geben kann, ist dieser. Lesen Sie vor der Installation die technomedizinischen Profile sämtlicher Cyberware, die Sie erwerben möchten, gründlich durch. Leute, wie wäre es mit mehr Forschung, um die Nebenwirkungen zu reduzieren? Ist jetzt eine Idee nur, ne? Also, ob das dann wirklich so, also, ach krass, da kann ich auch ein Ablenkungsmanöver machen. Man kann viel mehr hacken, glaube ich. Als ich es erwarte. Mhm. Noch mehr Medizin.
werde dieses Spiel nicht durchspielen können mit so vielen Sachen, wie man hier machen kann. Oh, da wartet doch jemand. Ah ne, das ist nur Jackie. Da sind dann mehrere Sachen. Ja. Ich markiere die erstmal. Wie heißt Tagging? Habe ich die jetzt markiert? Habe ich. Oh oh. Ich töte die lieber. Mhm. Haben wir sie? Wir haben sie, Jackie, das hast du gut gemacht. Mhm. Oh, der hat eine Splittergranate dabei. Oh, da sind noch mehr. Der ist getaggt. Ah, die kriegen dann diese Dreiecke an der Seite. Ich verstehe es. Nimm den von T-Bug markierten Weg. Optional. Ja, kann ich versuchen, ne? Ich werde sie mal so lange gedrückt halten. Oh, was liegt da? Ein Aschenbecher. Eine Biogranate. Ein Radio, was ich einschalten kann. Ja, hier muss ich nichts hacken eigentlich. Ungewöhnliche Komponenten. Ja, den kann ich hier. Das ist gar kein Problem. Vorteile öffnen, was? Ein Tech. Nee, Skill Tree. Ist kein. Ne? Also, ich kann skillen. Ach so. Ach du Scheiße, nein. Ich habe ja eh keine Vorteilspunkte, von daher kann ich ja auch nichts skillen. Warum hat er das geöffnet? Wie? Mein Inventar. Rucksack. Kann ich mich nicht mit so einer Waffe ausrüsten? Der sagt mir, okay, der sagt mir, was ich wann wie mal machen kann. Ich verstehe. Das bleibt auch markiert, wenn ich nicht die ganze Zeit im Scan bin. Das ist schon mal gut. Ah ja. Wenn die Musik noch die ganze Zeit so bleibt, dann ist aber hier mal... Okay. Jetzt gehen wir raus. Na... Stell dich mal nicht so an, okay? Ich nehme mal hier dort wirklich den von T-Bug markierten Weg. Weil hier ist einfach so viel Zeug. Schnell verstecken. Yo. Beruhig dich mal, okay? Oh, was ist das? Ein Ablenkungsmanöver. Okay, wir brauchen E9. Also E9. Da. Und jetzt brauchen wir 55. Das geht gar nicht.
Terminal verlassen. Nochmal. Ah, jetzt habe ich es gehackt. Oh. Jetzt versucht das irgendwie zu reparieren oder wie? Ja, und jetzt habe ich ihn. Ja, moin. Perfekt. Was zum Teufel ist unser Ziel? Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein. Ja, ja. Computer. Ich dachte nicht, dass wir so leise sein können. Ja, ich auch nicht. Meine Lieblingsmethode, aber mal was Neues. Ja, so ist das. Hier, wir nehmen den ganzen Stuff natürlich nochmal mit. Das ist ganz klar. Wie laufe ich die ganze Zeit eigentlich gedeckt heute rum? Noch mehr Getränke, Parfüm. Okay. Karten. Kirashi. Kann ich hier runterfallen? Ja, ne, bestimmt. Dann würde ich aber tief fallen und ich glaube auch sterben. Tag, an dem der Tower fiel. Also so viele lange Texte, ich will die gar nicht alle lesen. Das ist ja ewig, ewig, ewig lang. Yes. Oh. So eine verfickte Scheiße. Das, Scheiße, wie? Glaub mir, ich habe echt keinen schwachen Magen. Aber das... Naja, ne? Also, oh, Ich glaube, ich hab sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Leute. Das sieht nicht gut aus. Da liegt noch eine Leiche. Aber die ist wahrscheinlich unwichtig. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, wie. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Wie, schließ ihren Biomann an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Keine Sorge, es war kein Eiswasser. Schließe an. Mhm. Sandra Dorsett. NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße, die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomann. Firmware, Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, T-Bug. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wangen, Eis, Hack und Beile. Also Scoplocher-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomann stören. Ist das nicht gefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keine Rückzieher. Wir brauchen den Biomann intakt, um Blutungen zu finden und so. Such den Splitter und zieh ihn raus. Okay. Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Biomann. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deiner Stelle. Oh, das ist schlecht. Der Biomann sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premium-Plan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Jack, Augen auf, das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit, wie? Zieh dein Ding durch. Okay, machen wir das. Oh, fuck! Stillstand. Mhm. Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Air Hypo. Fuck, das ist nicht gut. Hier, fang es, ey. Okay. Ich glaube. Scheiße, es hat geklappt.
Feuer, Cabron, bring sie nach draußen! Die Skevraten haben bestimmt Traumateam gesehen. Mhm. Kannst du die Kamera so halten, damit man nicht die ganze Zeit die Tittis sieht? Ja, hallo? Achso, im Türbereich. Ah, okay. Kommen die und retten sie sie? Patienten auf den Boden legen. Mhm. Zurück, jetzt! TT-133 an Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin. 110 Milligramm. 800 Fibrin. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klinge mich aus. Wir sehen uns bald. Oh mein Gott, das fängt ja gut an. Ich habe was zu erledigen. Wenn ich dann den Wagen wollte. Ich habe ein Date mit Misty und... Oh, komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, wie. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Ach ja. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Okay. Mit dem Telefonmobil. T-Bug, Jackie, Life Couch, Wakako, Okada. Ja, ich würde sagen, relativ gut. Ja. Traumateam hat sie uns abgenommen. Sie kommt durch. Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen. Auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Mhm. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Manu. Ich fahre. Okay. Ja, machen wir. Steig mal schon mal ein. Ach ja. Bisher waren eigentlich nur gute Momente in Cyberpunk dabei. Statt wie jeder andere. Nur größer. Nein, nicht wie jeder andere. Black. Andrew Wayland. Adam Smasher. Reinkommende Legende. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, wir haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Stimmt, ja. Bin ich, oder? Ich wusste es. Der Band hinter uns verfolgt uns. Aber
Na toll. Waffe ziehen, Waffe wegstecken und widersetzen. Als Buffer kannst du dich aus dem Fenster lehnen und dein gesamtes ausgerüstete Fernkampfwaffen einsetzen. Klicks, schieß ich. Jetzt fahr schon, Jackie! Na toll. Ja, ich bin dabei. Ruhig, 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 ruhig. Achso, ich habe nur die Pistole. Hallo? Achso, ja, stimmt, ist eine gute Idee. Aua. Er ist gegen die Wand gefahren. Alter, Regen nachts. Und Kampfszenen. Das geht für die FPS natürlich auch gut, klar. Fahren wir lieber nach Hause. Was war das jetzt? Hä? Was passiert? Was mit der denn genau passiert? Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ich könnte jetzt natürlich auch erschießen. Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Sieh an, kein Musterbürger, aber trotzdem ein guter Kerl. Lasst sie durch! Aber sie sind die Letzten! Puh. Okay, dann mal los. Danke. Einen schönen Abend wünsche ich, Officer. Ich wüsste echt gerne, was passiert wäre, wenn man die erschossen hätte. Einfach so pang. Und ich wüsste gerne, was passiert wäre, wenn man die an den Starts genommen hätte. Sowas. Du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Immer? Ich bin immer nie nicht nett. Mhm. Ach ja, ist das schön. Raus aus dem Auto! Na los! Hat nicht eh nicht Zeit! Oh, guck mal, wie. Da gibt's aufs Maul. Scheiße, sie sind hier! Oh Mann. Nicht wieder normale Festnahme aus. Weil das keine Bullen sind, sondern Maxtech. NCPD eigene Sondereinheit. Gut. Wenn das richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Ja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Okay, ich bieg ab. Der Wagen brennt halt jetzt auch aus. Das bringt der Frau dann auch nichts mehr. Oh. Ah, ja. Reise überspringen, hallo, warum sollte ich? Geschafft. Wir sind gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Klar, ich spiel wieder den netten Jackie. Mhm. Also irgendwas macht das auch so komische Geräusche. Träume wie. Was
ist das denn? Spontan Bedarfserfüllungsmaschine. Das ist ein deutsches Wort. Mach's gut, ne? Grüße. Okay. Nice. Jetzt sind wir in Night City, Leute. Geh nach Hause. Das ist eine gute Quest. So, auch Maschinen. Tatsache. Ablenkungsmanöver. Ja, wollen wir nicht. Oh, es ist schön. Ah, hier ist auch alles zu. Das heißt, man kann gar nicht raus. Man muss jetzt... Kann ich... Ne, hier komme ich nur hier hin. Ne, ich kann tatsächlich nur in meine Wohnung. Okay. Follow Instincts. Da kenne ich doch jemanden, der so hieß. Südtüber. Apartments, Garagen. Buck? Fast vergessen. Ich kenne einen Netrunner, der dir helfen kann. Gleich kommen die Details. Mhm. Das ist ein wichtiger Schritt für den Entwickler der Netrunner. Und unser zweiter Gast ist Karina Lee, Moderatorin der Show Chip In. Sie wirbt für die Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne über das exklusivste und meistbegehrte Implantat sprechen, das momentan auf dem Markt ist. Und zwar Arasakas Relic. Aber vielleicht sollten wir erst sicherstellen, dass unsere Zuschauer wirklich im Bilde sind. Karina, sag uns bitte, was genau heißt Relic eigentlich in einem... In einem Wort? Ich würde sagen, Unsterblichkeit trifft es gut. Unsterblichkeit? Wahnsinn, wirklich? Das ist richtig. Der Relic macht es möglich, das Bewusstsein einer sterbenden Person auf einen Chip zu übertragen, damit ihre heimatlose Seele zügig ein neues Zuhause findet. Diese Person wird nie von ihrer Seite weichen und ihr Bewusstsein für immer als Gefährte begleiten, ganz egal, wohin sie auch geht. Mein armes Kind, denken Sie bitte darüber nach, was Sie sagen. Dieser Relic, das ist eine Abscheulichkeit, die sich allein von menschlichem Elend ernährt. Er ist ein unnatürliches Bildnis, ein goldenes Kalb, erschaffen durch falsche Propheten. Arasaka spricht von dem Erhalt menschlicher Seelen, aber sie versprechen euch nicht mehr als einen herz- und geistlosen Algorithmus, der mit der Stimme der Verstorbenen spricht. Schlimmer noch, diese Technologie ist doch nur ein Werkzeug der Verlockung und Korruption. Nur die reiche und mächtige Elite hat darauf Zugriff. Sie wird bestimmt jeden Preis zahlen, solange es ihnen diese Illusion verschafft, die sie Unsterblichkeit. Nun, es stimmt, dass Arasaka den Zugriff auf den Relic momentan gezielt beschränkt hat, doch natürlich... Ihr Versprechen ist eine Lüge, eine fiese Lüge, getrieben von Gier und einem... Ha! Das sagt ja genau der Richtige! Ich? Ich muss doch sehr bitten. Falsche Versprechungen, Gier und der Hunger nach Macht klingt stark nach Ihrer Institution, wenn Sie mich... Wie können Sie es wagen? Versprechen Sie nicht ein Leben nach dem Tod? Verlangen Sie keine Beerdigungsgebühren von trauernden Familien? Vielleicht hat der Pastor ja nur Angst vor ein bisschen gesunder Konkurrenz. Wie bitte Konkurrenz? Sie glauben, dass alles in dieser Welt problemlos gezählt, gemessen und rationalisiert werden kann? Und das ist doch unser gutes Recht. Wir können künstliche Gehirne konstruieren und sogar neues Bewusstsein erschaffen. Aber ich frage Sie, wieso? Was gibt uns das? Sind wir als Menschen auf dieser Erde dadurch ansatzweise glücklicher? Dieser Relic soll uns Ewigkeit schenken. Aber alles, was ich sehe, ist eine Ewigkeit voller Leid. Statt uns zu verabschieden, quälen wir uns mit dem Klang ihrer Stimmen, ihrer Anwesenheit. Was sagen Sie dazu? Wer hat recht? Ist es Miss Lee oder vielleicht auch eher Pastor Culver? Es liegt allein an Ihnen. Schicken Sie Culver oder Lee an die 7892, um abzustimmen und erhalten Sie außerdem die einzigartige Chance auf Tickets für die diesjährigen Playoffs. Bis zum nächsten Mal, Night City. Bis bald.
Also, das ist tatsächlich was schon also bei vielen Spielen irgendwie auftaucht, dass wenn es so Vertonungen gibt, dass dann halt die letzten Worte so abgebrochen werden. Aber ich liebe das. Das sind so Details einfach. Ah, sowas finde ich geil. Was seid ihr so? Okay, noch mehr Automaten. Das blöde Zeug kommt zum dritten Mal. Hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Der Hausmeister kriegt was zu hören. Oh ja. Hallo? Was willst du dir sagen? So eine Scheiße. Mhm. Spannend. Ist das meine Tür? Meine Wohnung? Ja, scheinbar. Ja, noch gucken, wer so meine Nachbarn sind. Also die schöne Dame hier. 0721, 0728. Wie läuft's? Gut. Ach ja, noch mehr Nachbarn. Und Koffer, okay. Pingo Palido. Und hier ist kaputt. Mhm. Ich habe gerade mal mein Geld so quasi verdoppelt. Auch gut. In welchem Apartment wohne ich denn? Ich habe gar keine Nummer. Also beschweren kann man sich hier eher weniger, würde ich mal behaupten. Mhm. Ganz viel Kleidung. Nehmen wir natürlich mal alle mit. Wir haben hier das Waffenlager. Nice. Lager ist ein sicheres System, um Aufrüstung aufzubauen. Du kannst von allen verfügbaren und unterstopfenden Fahrzeugen aus direkt darauf zugreifen. Solltest du zum Beispiel etwas aus deinem Kofferraum verstauen, hast du später... Okay. Okay, ich verstehe. Wolfsschulen, Jacke, Monsterjäger. Das ist, weil ich The Witcher 3 hab, deswegen habe ich das hier. Geh ins Bett. Okay, so ein Fernseher. Karten. Ein Computer. Was macht der? Nachrichten. Mega Medikamentenlotterie mit so einem Smiley. Kaufen Sie 2 Tickets und erhalten Sie das dritte gratis dazu. Tausende von Preisen noch verfügbar. Medikamente, Reanimatoren, Termine für Primärbehandlungen, OP-Gutscheine, Blutscreenings, Impfstoffe gegen Zeitpsychose, Whipper-Doc-Empfehlung und Hauptreihe. Sein Trauma-Team-Reum-Paket für ein Jahr. Ja. Entweder ist es Spam oder ist es halt einfach kranker Kapitalismus. Penis-Nano-Gel-Betrugswarnung. Klingen Sie auf keinen Fall auf Werbemails für Penisvergrößerungs-Nano-Gel. Sie sind ein Betrugsversuch. Herkömmliche Gels stimulieren kein Zellwachstum. Die einzige geprüfte Methode für Penisvergrößerung ist nach wie vor die ERE6-Hormonwandlung. Unsere Wissenschaftler bei ERE6 haben eine Formel entwickelt, die sowohl Länge als auch Umfang ihres Penis in nur 7 Tagen signifikant vergrößern. Wählen Sie zu einem von tausenden zufriedenen Kunden und bestellen Sie noch heute Ihr Set. Ich habe nicht geglaubt, dass es funktionieren würde, aber ich war verzweifelt. Ich hatte nur eine Woche Zeit, um meinen Penis größer zu machen, und ich wusste, Mr. Stunt würde es nicht bringen. Zum Glück hat ERE6 geholfen, was es verspricht. Die Fingernagelspuren an meinem Rücken beweisen es. Danke, ERE6. Witcher Towers, echter Kunde, nachweisliches Peniswachstum. Bestellen Sie jetzt so, solange der Vorrat reicht. Warnung, Sie wurden angegriffen. Ihr Computer wurde von 3 Demons attackiert. Unser System hat folgendes Deck. 2 Versuche, an Ihre persönlichen Daten zu gelangen. Ein Versuch, Ihren Neuralprozess zu Ende. Infizieren. Sofortige Gegenmaßnahme erforderlich. Mit unserer schnellen Gefahrenneutralisierungssoftware verhindern Sie Identitätsdiebstahl und Implantatraub. Nicht vergessen, feindliche Netrunner können Ihr Nervensystem infiltrieren und Sie zu folgenden kriminellen Handlungen bewegen: betrügerische Banküberweisungen, gewalttätige Übergriffe, Diebstahl und andere bewaffnete Raubfälle, Suizid.
Klicken Sie Ihrem Zollsatz auf Jetzt scannen. Unsere hochentwickelte Anti-Demon-Software wird daraufhin sämtliche Witterungen eliminieren. Wenn Sie den Scan nicht in den nächsten 5 Minuten und 17 Sekunden durchführen, könnte Ihr Betriebssystem irreversible Schäden erleiden. Schützen Sie sich jetzt. Ach ja. Also einfach nur Spam. Net. Ach so, das Internet. Ah, okay. Ich finde es geil, dass die Seite da sogar bleibt. Bolschewik-Wodka, Wasser, Braindance-Veröffentlichung. Mhm. Schön. Hier ist das Sofa, da kann ich mich hinsetzen. Ah. Schicker Ausblick. Hier ist ein Bett. Auch nicht schlecht. Ein Automat in der eigenen Wohnung. Ja, nee, ist klar. Datentür. Irgendwelche Fernseher. Okay. Cola, Spunky Monkey. In den Spiegel schauen. Oh, die Frames. Das toppt die Scheiße. Hä? Das ist komplett dumm. Also, ja, ich konnte ja irgendwas nehmen. War ich blöd gerade? Hier habe ich eine Dusche? Oh nein. Ich dachte schon, da kommt jetzt irgendwie. Alter! Ein Klo! Ja, moin, das Spiel ist vollständig. Es hat ein Klo. Okay. Aber ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Stream und Folge. Und das war der Start von Cyberpunk. Ich habe jetzt knapp 2,5 Stunden gespielt. Ich bin mega begeistert. Das ist mega gut. Und ich habe Hunger auf mehr.